Leute, wir starten den heutigen Shortstag mit, wenn das komische Kind bei einem übernachtet. Wenn das komische Kind bei einem übernachtet. Ach, ja. Hey Tim, Daniel übernachtet heute bei dir. Seine Eltern haben gesagt, sie brauchen mal eine Pause von ihm. Was? Und wieso werd ich nicht gefragt? Ich bin heute Friseur. 3 Uhr 28 nachts. Tim, bist du wach? Lass mich in Ruhe schlafen. Darf ich dein Friseur sein? Der Typ macht mir Angst. Ja, ja. Mach, was du willst. Okay. Eine Stunde später. Hier und da und fertig. Was ist hier los? Und wieso bin ich gefesselt? Dieses Kind. Danny, was hast du getan? Aus. Du hattest eine neue Frisur. Hey, warum seid ihr beide so laut? Es ist mitten in der Nacht. Daniel hat mir einfach so eine Glatze geschnitten. Naja, schlimmer als vorher hätte es ja nicht werden können. Ja, aber es kann doch nicht einfach sein, dass er... warte, was? Seid jetzt bitte nicht mehr so laut. Manche Leute wollen in diesem Haus schlafen. Ja. Warte. Ich, so. Ich bin der Holzfäller und du bist der Baum. Okay. Was hab ich mir da gerade angeguckt? Hey Adam, ich habe einen göttlichen Vorschlag für dich. Welchen denn? Pass auf, du gibst mir eine deiner Rippen und ich gebe dir eine Frau. Was sagst du dazu? Eine Frau? Ah, danke natürlich, aber ich habe einen besseren Vorschlag. Welchen denn? Ich gebe dir 2 Rippen und die Frau kannst du gerne behalten, wenn du verstehst, was ich meine. Adam, du kleine Schlingel. Ich hab das nicht verstanden. Warum denn 2 Rippen? Wir bauen heute zusammen mit dem Lego-Paluten der schon wieder. Polizeiauto. Ja, oh, das sieht aber wirklich geil aus, dieses Lego-Polizeiauto. War wirklich cool. Warte, ich hab's hier. Schulschwänzern, denen man nicht mehr helfen kann. Berlin, Hauptstadt der Schulschwänzer. Ich dachte, Berlin wäre die Hauptstadt von Deutschland. Hab ich wohl etwas verwechselt. Auch der 17-jährige Kevin und seine Clique ziehen tagsüber lieber durch die Straße. Das ist jetzt aber nicht so ein komisches, weil manchmal so dieses Bababa am Südring war ja ein bisschen strange. Aber das ist jetzt echt. Kevin und seine Clique, Alter. 17-jähriger Kevin und seine Clique. Also mein Gehirn sagt, ab hier eigentlich ausmachen, aber was mache ich? Deine Mutter würde es bei mir sehr gut haben. Ich will die Schlampen anrufen, doch hab leider kein Guthaben. Das wird auch dabei bleiben. Was ist denn da los? Wenn du weiter in die Schule schwänzt. Hoffnungslose Dauerschwänzer wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Dann wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Wieso ist einmal 4-2? Kann ja gar nicht sein. Scheiße, Alter. Wie viel hat der bloß geschwänzt? You have brother and sister? Yes. Yes, I'm sister. Was? Er ist die Schwester? Ich schwänze auch. Lieber zu Hause bleiben. Hartz IV. Ja, bei den Engl... Leute, geht zur Schule. Ohne Witz. Das ist sozusagen euer Job, wenn ihr noch nicht sozusagen erwachsen seid. Dann ist Schule der Job. Und da schwänzt man nicht. Sagt, ey, ich hab auch Schule geschwänzt und es war dumm. Ist einfach so. Englischkenntnissen bist du auch nicht mehr so weit davon entfernt. Tims alleinerziehende Mutter ist fast nervöser als ihr Sohn. Na, mein Kleiner, willst du nicht ein bisschen lernen? Diese Szene erinnert mich an solchen Filmchen, die ich nachts immer guck. Egal. Was guckt ihr denn da? Jeder Englischlehrer ist genau so. Herr Huren? Ja, Lukas? Können Sie mir sagen, was Sonnenbrille auf Englisch heißt? I'm sorry, I can't understand you. Please talk in English, okay? Because we are in the English... Mr. Huren, what means sunglasses in English? Sonnenbrille. English class right now. Oh, can you say me what this in English is? Take a look in the dictionary, okay? Ist das ihr scheiß Ernst? Soll ich jetzt wirklich erstmal eine halbe Stunde in diesem Kack-Wörterbuch nachgucken? Wörterbücher sind so... Also, jedes Handy... Zack, bumm. Obwohl sie Spacko mir es auch ein... Oh, spätestens da wäre ich beim Rektor gelandet. Ohne Witz. ...einfach sagen können... Hör mal, was fällt dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? I'm sorry, in English please, du kleiner Hu... Alles klar, ich habe leider nicht verstanden, was er da gesagt hat. So, willkommen in meinem kleinen scheiß Dreckswohnzimmer zu meinem neuen Format Dinge, die ich hasse. Heute Dinge, die ich hasse mit R. Erstens. Oh, warte, ich will auch. Dinge, die ich hasse mit R. Ich weiß nichts. Richtig langsamer Autofahrer. Vor allem, wenn ich die Straße überqueren will. Okay, keine Ampeln, egal, ich überquere einfach hier die Straße. Da kommt ja nur ein Auto. Hey, ich fahre nur 12 km/h. Boah, fahr doch schnell. Ja, aber dann kannst du doch rüber. Wenn der so langsam ist, dann geh einfach rüber. Vielleicht will ich die Straße überqueren. Geh doch einfach rüber! Warum machst du dir einen Kopf? Oh, Mark Foster, Copyright. 4,40 Euro ist schon ziemlich viel für eine Leberkässemmel, oder? Ja, da... Weiß ich nicht. Oh! Beim Hahnkammrennen. Olle! Also dafür, Respekt, Herr... Das habe ich sogar live im Fernsehen gesehen. Wobei, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja, läuft. Wie Kinder etwas trinken, wenn sie vom Spielen wiederkommen. Oh, lass mal reingehen, ich habe voll Durst. Ja, okay, komm. So trinken. Die übertreiben einfach. Hey, Mann, hat irgendwer mein Eistee gesehen? Hallo, ihr trinkt da meinen Pfanne-Eistee. Wie lange geht das jetzt so?
Ich hab das, auch nie gecheckt. Ein Kollege trinkt immer noch so. Und der trinkt so unfassbar langsam. Grüße gehen raus an Malte. Leute, wir sind einfach auf der größten Hüpfburg in Griechenland. Challenge Nummer 1 ist hier. Okay, Lucy, let's go. Wow, wow, wow. Ey, das sieht echt cool aus. Das ist so ein bisschen Ninja Warrior Germany-Style hier, ne? Go! Let's go! Okay, Challenge Nummer 2, hier rüberlaufen. Schneller. Ey, das finde ich schon cool. Aber ich habe sowas noch nie gesehen. Also im Real Life. Oh, oh! Let's go, let's go, let's go, let's go! Okay, letzte Challenge. Okay, go, Alex! Jetzt auf den Ball! Komm, Alex! Das schafft er nicht. Die Dinger sahen nämlich schon echt schwer aus. Okay, Freunde, ihr dürft die Blätter gleich umdrehen. What the fuck? Okay, Leute, dreht die Blätter jetzt um. Wir mussten das mal mit diesen Atlanten machen. Da mussten wir so links und rechts Atlanten aufstellen, damit man nicht abschreibt. Kannst du bitte aufhören, auf mein Blatt zu gucken? Ich hab nie auf dem Blatt geguckt. Du hast gerade wieder gemacht. Bro, ich kann dein Blatt nicht mal sehen. Vor allen Dingen, während einer Klassenarbeit war mir das so egal, ob jemand abschreibt. Junge, warum? Ist doch gut für meinen Kollegen, wenn er noch mal ein bisschen spicken kann. Weil mir schadet das nicht. Ich hab eine Mauer aufgebaut. Was ich ätzend fand, ist, wenn Leute ankamen und wirklich jedes Mal ein, zwei, drei, vier, fünf Mal ist in Ordnung, aber wenn man wirklich merkt, dass die Person das nicht vergessen hat oder, keine Ahnung, jeder hat mal irgendwie die Hausaufgaben nicht, ist einfach so. Und wenn da wirklich jemand immer ankam, Hausaufgaben abschreiben, irgendwann habe ich dann gesagt, Junge, ganz ehrlich, also mach doch nicht diesen. Er kommt hier hin. Oh, nein! Was? Wieso? Oh, da bin ich doch nicht, ich drauf gegangen. Also. Oh Gott, ich hab einen Wassereimer. Wie soll ich denn? Mach. Vielleicht die hat mich gerettet. Ich werd's nicht schaffen. Du schaffst das. Vielleicht falle ich ins Wasser. Hier ist kein Wasser! Nein! Edgar kommt hier. Oh, das Schönste wurde gar nicht mit reingepackt, wie so hier der Engel in meiner Hose dann gesagt hat, oh du Trottel. Wenn das Millionärskind zur Bäckerei geht. Hallo, ich hätte gern etwas Süßes zum Schlemmen. Ah, was halten Sie denn von unseren Lebkuchen? Sieht schmackhaft aus. Ich bin kein Lebkuchen-Fan. Aus, aber kann ich es erstmal probieren? Ja klar, bitte. Was? Das schmeckt. Seit wann kann man denn beim Bäcker probieren? Ja, sowas habe ich ja noch nie geschmeckt. Also einmal das? Lassen Sie mich doch gerne noch einmal von diesen Zimtsternen da probieren. Sehr gerne doch. Die sind besonders gut. Könnt ihr bei eurer Bäckerei probieren? Bitte noch einmal was von dem. Natürlich. Was für ein Gaumenschmaus. Noch einmal bitte was hier vorne. Wollen Sie nicht auch etwas kaufen? Kaufen? Wer hat denn gesagt, dass ich etwas kaufe? Wie bitte? Ihnen hat doch alles geschmeckt. Nein, danke. Jetzt bin ich eh schon satt. Einen schönen Tag noch. Ich mag Croissants. So Leute, ich zeige euch heute mal, wie ein an der Eisbachwelle in München. Ganz normaler Tag am Eisbach bei mir aussieht. Das letzte Mal war ich im Sommer da, wollte surfen und BAM! Bin mit dem Gesicht reingeknallt, deswegen musste ich es jetzt nochmal probieren und zack, auf einmal stehe ich da. Oh. Surf super, bam, lässe ich die Welle runter, wollte ich schon sagen. Ah, ich glaube, er war mittlerweile schon öfters da. Egal, jetzt erstmal einen Tee und dann, Leute, checkt die Zeitlupe aus, wie ich wirklich da runter surfe. Ist halt wirklich war mega gut. Stolz, bin dann reingefallen, aber egal. Denn jetzt kommt meine Paradedisziplin. Erstmal schön auf. Weil reinspringen ist gar nicht so einfach. Also viele legen das Brett erstmal hin und gehen dann rein. Wir haben dann ein richtig schöner, lässiger Ratschlag. Hopp. Und jetzt, Paul, konzentrier dich, gib Vollgas. Du kannst alles schaffen, ja, nee. Wenn du es nur schaffen willst, wollte ich schon sagen. Im Sommer springen hier ganz, ganz viele in den Eisbach und lassen sich dann so treiben. Ist mega cool. Hilfe, Hilfe. Wir haben ein großes Problem. Ich habe keine Snacks mehr. Gut, dass wir hier sind. Ah, lecker. Eigentlich wollten wir nur Snacks holen. Aber kann ich Tinko alle mitnehmen? Es ist Sparta! Oh Mann, ich hätte auch gern einen Hund. Komm, schnell zu den was geht denn hier ab? Was macht ihr? Nee, der hat ein bisschen Angst wahrscheinlich. Lass mal schnell weiter, ich glaube, die haben Angst vor mir. Oh, guckt euch, der ist so ein süßer Hund, Mann. Mir. Boah, was hast du denn da? Zeig mal her. Die nehmen wir mit. Die sind gut. So, ich hab jetzt alles. Du folgst mir jetzt und wir können ab nach Hause. Okay. Ich bräuchte einmal eine Salbe gegen Scheidenpilz. Aber natürlich. Brigitte, bringst du mir bitte meine Salbe gegen Scheidenpilz? Komm sofort. Sei
Seien Sie doch nicht so laut. Hallo, ich habe da ein Problem. Oh mein Gott. Ja, ich sehe schon. Ich gebe Ihnen schnell eine Creme für das in Ihrem Gesicht. Nein, nein, ich habe doch nur Durchfall. Oh. Ach so, aber ich gebe Ihnen trotzdem mal mit. Ich bräuchte einmal Nasenspray. Alles klar. Hierbei ist nur wichtig, dass Sie das nicht länger als 7 Tage am Stück nehmen. Hey, was soll das denn? Müssen Sie wirklich vorsichtig sein. Warum benutzen Sie das? Richtig süchtig werden. Bitte schön. Das will ich nicht. So, dann einmal Ihre Tabletten und die Salbe gegen Analwarzen für Ihre Tochter. Aber ich brauche doch gar keine Salbe. Vertrauen Sie mir, was für den Po gut ist, kann für das Gesicht Ihrer Tochter ja nicht schlecht sein. Wie bitte? Oh, okay, das bin ich! Die Katze hat irgendwie keinen Bock, uns zu begleiten. Nur die größten Paluten-Fans erinnern sich, ja, das ist halt ein super altes Video, damals noch aus Köln. Nein. Was bist du denn für kleiner Fratz? Warte mal, greifst du mich? Ja, da sind wir verhaftet worden. Wir haben alles verloren, weil wir diese arme Krabbe getreten haben. Ja, dann geht's mal ans Warten. Ich will Pizza. Noch 10? 5? Ja, das bin auf jeden Fall ich. Ich bin schon ungeduldig, wenn es darum geht. 4? 1? Danach ist schon braun genug. Und dann, wisst ihr, was ätzend ist? Wenn man zu ungeduldig ist, dann außen ist gut, aber es gibt dann in der Mitte so einen Kreis. Der ist dann irgendwie noch nicht richtig. Über 1? Pizza ist drin, ich habe jetzt einiges zu tun. Ah, du kommst gleich schon heim, Mama. Okay. Ja, das genau, ich habe mir einen Salat gemacht. So, daraus wird jetzt was gebastelt. Und das wird eine Frisbee. Ich bin so kreativ. Ja, nee, das bin ich nicht. Minecraft, aber ich habe nur ein halbes Herz. Das heißt, ich kann kein einziges... Das wäre nichts für mich. Ich würde so oft drauf gehen. Schaden kassieren und ich spawn natürlich auf einen Baum. Wie komme ich hier runter? Oh, da vorne ist Wasser. Schaffe ich das? Oh Gott. Easy. So, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Holz. Jeder einzige Schaden bedeutet für mich das Ende. Deswegen muss ich sehr aufpassen. Ich will es wenigstens schaffen, Diamanten zu finden. Oh, Füchse. Sogar ein Babyfuchs. Oha. Ich glaube, ich habe noch nie einen Babyfuchs gesehen. Ringfüchse. Ich essen? Nee. Nom, 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 nom. Oh, da vorne sehe ich doch was. Let's go. Tut mir leid, ich muss... Nee, die erste Nacht ist wahrscheinlich GG. Ein Skelett. Ich deine ganze Ernte. Und ein Creeper. Ist aufgefallen, wenn ich hier reinlaufe, ist es direkt zu Ende. Oh. Ja. Sieht einfach gar nicht so dunkel. Sieht das würde ich... Oh, oh Gott, nein, Junge. Nein, 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 nein. Ob ich da jetzt nochmal reingehen will? Alter, wie... Oh, Knochen. Wie viel Glück er hat. Komm mit mir. Oh, nein, 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 nein. Oh, jetzt auch noch 2 gegen 1. Alter. Oh Gott. Nein. Ja, die können manchmal so richtig komisch um Bäume schießen. Haben wir denn jetzt schon Einladungen für uns? Ja, nicht schon wieder der. Jungs versus Mädchen. Thema, ach, wenn Freunde fragen, ob man hässlich ist, wie die Mädchen reagieren. Du, sag mal, bin ich eigentlich hässlich oder so? Was? Nein, bloß nicht. Du bist extrem schön. Du bist genauso schön, wie dumm du bist, verstehst du? Ach so, danke. Hey, was? Wie die Jungs reagieren. Jo, sei mal ehrlich, bin ich eigentlich hässlich oder ja. Also? Ach was, nein, so hässlich bist du dann auch wieder nicht. Alter, du redest gerade mit einer Mülltonne. Oh, ach so, ihr seht euch sehr ähnlich. Seid ihr Brüder oder so? Nee, ich glaube, Jungs sind da einfach ein bisschen direkter, oder? So macht man Müsli richtig. Heute zeige ich euch, wie man seine Cornflakes richtig in die Schüssel tut. Als allererstes die Schüssel. Dann nehmt ihr euch die Wahl eurer Milch. Nein! Dann nehmt ihr euch die Milch eurer Wahl und tut... Ah, habt ihr gedacht? Nein, ja. Wer nämlich die Milch zuerst in die Schüssel tut... Ja, kann jeder machen, wie er will. Aber ich mach's immer zuerst Müsli rein. Irgendwie hier oben eine Synapse krumm hängen. Erst die Cornflakes. Also, erst nehmt ihr die Cornflakes eurer Wahl. Ah, perfekt, Digga, da kommt ja richtig was raus. Kellogg's Cornflakes? Was waren die? Die kenn ich gar nicht. Junge, das kann doch nicht sein! Was Leute, denn? Leute, ihr glaubt's mir nicht. Was? Ich bin hier gerade beim Videodreh und ja, mach eine Szene, wo ich extra einen Joghurt auf den Boden fallen lass. Und? Da weiß man schon, direkt out of camera und Digga, oh nee, Mann. Kenn ich aber auch. Halt die Fresse. Aber nein, die Kamera steht so weit vorne und der Clip ist einfach nicht drauf. Meine Wohnung sieht so aus, ja, oh, genau so. Scheiße. Und es ist noch nicht mal im Video zu sehen. Ich könnte heulen, ohne Witz. Kann ich verstehen. Meine Klasse hat immer sehr gerne provoziert. Es gab zum Beispiel eine Zeit in der 8. Klasse, wo ständig im Unterricht irgendwelche Sachen angezündet wurden. Also wie Sachen wurden angezündet? Jemand war im Unterricht langweilig, Mathe-F genommen, angezündet. Easy. Und es ging dann so weit, dass 2 Leute aus meiner Klasse sich dachten, es wäre eine gute Idee, eine ganze Dose Deo auf den Boden zu sprühen. Das ist ein Clip von mir. Das ist aus meinem UFO-Video. Grüße. Und die Scheiße anzuzünden. Und Jungs, Alter, das war eine perfekte Stichflamme. Die haben das angezündet auf einmal. Und wir sitzen da. What the fuck? Was war das? Sie haben mit 14 den Scheißboden im Musikraum angezündet. Die Sache war halt, wenn irgendetwas in meiner Klasse passiert ist, dann war es immer extrem. Ich kann mich einmal erinnern, dass mein Lehrer, der immer sehr viel Geduld mit uns hatte, einmal nach vorne gekommen ist und zu uns gesagt hat... Nee, was hat er denn gesagt? Oh, ich glaube, ich weiß, was er gesagt hat. Dass das Video jetzt zu Ende ist. Lasst super gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.